Hallo, liebe Leute. Da bin ich wieder und muss mich bei euch als erstes ist einmal entschuldigen, dass ich mich nicht unter Schnack gemeldet habe. Aber was soll ich sagen? Mein ganzes Aufnahmeteam hat eine Woche Urlaub gemacht. War aber zu anstrengend, das letzte Video. So, jetzt geht's weiter. Dann muss ich natürlich sagen, was da passiert ist. Hätte ich nie im Traum erwartet. Bis jetzt eben haben sich 371 Leute dieses Video angeguckt. Ich habe 30 Abonnenten. Ein Traum. Wie wir es gemacht haben, haben wir uns das einfach nur Spaß machen wollen. Aber jetzt wollen wir auch Spaß haben und wir werden Spaß haben. Das ist das, was ich euch verspreche. Ich habe mir auch andere Videos angeguckt, also was die auf die Reihe kriegen, das kriege ich alle Male noch auf die Reihe. Dass ich da eine Flasche vors Gesicht bin mit, was weiß ich, Tesafilm und Alt- und Schiedenchrom, so ein Tüdelkram, das kriegen wir alle Male noch hin. Wichtig ist auch, ich kann nur sagen, danke, danke, danke auch an die, denen es nicht gefallen hat. Denn dadurch kann ich ja was lernen, wenn ich möchte es in Zukunft so toll machen, dass wir alle Spaß haben. Dass ihr Spaß habt und dass ich auch Spaß habe. So, das geht aber auch nur, wenn ich gut bin. Wenn ich nicht gut bin, kriege ich welche Bonbons und das will ich nicht. Wir wollen Spaß haben, richtig schön Spaß. Dann muss ich noch eins sagen, was ihr noch nicht wisst. Ich bin alter Volkswagen-Roller. Jetzt wisst ihr aber nicht, was das ist. Ne? Ich habe Musik von Volksmusik bis nach Rock'n'Roll, bis in die heutige Zeit. Wir haben mir im Winter fast 1800 Titel abgeladen oder aufgeladen, wie ihr sagt. Porn.com noch dazu. Ich war früher auch mal DJ zwischendurch. Deswegen kenne ich mich mit Musik sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn wir mal wollen, dann machen wir mal richtig einen drauf. Eine richtige Rock'n'Roll-Party. Wollen wir mal gucken, was wir da machen können. So. Da seht ihr schon mal, was man machen kann, wenn ein Wille da ist. Man sagt, hier, ich will mal was verändern. Ich will mal was Neues machen. Das war vor fast 14 Tagen hier. Haben wir das auch Spaß gemacht. So, nun will ich euch aber ein bisschen noch mehr zeigen. Ich muss nämlich Brombeeren pflücken, um da gleich Saft draus zu machen. Und dann gucken wir einfach mal, wie die Brombeeren aussehen oder ob die euch schmecken. So, jetzt muss ich mal aufstehen und mir einen kleinen Pott holen. So, und da machen wir gleich die Brombeeren rein. So, dann folgt mir mal auf den Fuß. Ich soll die raus, jetzt sehen. Mit deinem Fahrrad wie. Das ist direkt mal Kamerad. Das ist immer ein bisschen mein Zeit. Wir müssen mal gucken. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen trockener. So. Das ist hier. Oh, ein schöner Floss war hier eben. Ein wunderschöner Floss. Das ist mein Teig. Mal gucken, ob die Fische für euch kommen. Kann auch sein, dass sie nicht kommen, dass sie noch keinen Hunger haben. So, mal gucken. Na ja, komm her. Ja, es gibt was zu fressen. Bisschen eher wie sonst. Ja, komm hoch. Oh, die erste ist ja schon da. Jetzt kommen die anderen auch. Ja. Die anderen haben wohl noch zu tun. Müssen wir noch arbeiten. Ein bisschen Essen noch holen von den Grünpflanzen. Ah, da kommen ja schon mehr. Ja, 10 Stück sind davon. Die muss ich jeden Tag füttern. Sonst werden sie böse mit mir. Dann lachen sie nicht mehr. Ja, mehr wollen im Moment nicht.
Oh, da kommt der Rote auch angeflitzt, der hat auch tatsächlich ein bisschen Hunger. Das sind alles meine Kinder. Oft setze ich mich hier und dann streichle ich sie. Und auch die brauchen Streicheleinheiten. Und nicht nur ich. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Mal gucken, was die Brombeeren machen. Gucken, ob noch welche dran sind. Ich glaube, die Vögel, die alle abgefressen haben. Ach, du heiliger Strohsack. Das ist eine Pleite. Das ist eine Pleite. Schade. Gut, nur ein paar dran. Ja, Vögel haben sie nicht abgefressen. Kann passieren. Einer ist da noch. Oha. Noch mal gucken. So, das sind Brombeeren. Wollen wir mal gucken, ob die auch schmecken. Die sind aber sauer. Da muss man über Zucker reinschmeißen. Nächstes Mal statt Dünger kriegen die Zucker. Kannst du ja nicht essen. Eieieiei. Ja, Leute, hat nicht so funktioniert. Auch das gibt's mal. Im Garten gibt es sowas auch mal. Ist alles trocken heute. Muss ich heute Abend noch ordentlich. Oh, sind da schon schöne Bohnen dran. Gibt's so, Leute, da sind wir wieder in der Küche. Draußen ist das zu warm. Viel zu warm. Ich glaube, wir haben 37 Grad draußen. Läuft dann überall die Suppe runter. So, jetzt will ich euch noch ein bisschen was sagen. Ihr kennt mich ja noch nicht. Ihr seht, ich bin im Pulverdampf ergraut. Hab wirklich, sehr wirklich in meinem Leben viel, viel, viel erlebt. Ich erlebe auch jetzt noch viele Dinge. Manche davon werde ich euch erzählen. Eine davon ist mir letzte Woche passiert. Ich habe einen Bekannten. Der ist Bauer. Wisst ihr, was ein Bauer ist? Das ist nicht der, der ein Haus baut. Das sind die Maurer. Ein Bauer, der hat Schweine und hat die lila Kühe von Milka. Die kennt ihr da von der Werbung her. Hat auch Hühner, die Eier legen und so weiter. Das ist ein Bauer. Und so einen kenne ich. Wen habe ich neulich getroffen? Und dann fing er an zu klagen. Da habe ich gedacht, Mensch, wie geht's dir denn? Ach, sagt er, beschissen geht's mir. Ich sage, was hast du denn? Ach, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe auf Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Da muss ich 5-mal am Tag aufs Klo. Ach du Scheiße, habe ich gesagt, was hast du denn? Ja, weiß ich eben auch nicht. Aber du bist ja Psychologe. Du bist ja Reiki-Lehrer. Ich habe gedacht, kannst du mir vielleicht helfen? Ich sage, wie soll ich dir helfen? Ja, vielleicht. Gut, sei dann erzähl doch mal, wie dein Tagesablauf ist. Tja, sagte, morgen Klocke 5 stehe ich auf, ne? Mach mich fertig und dann muss ich jetzt mal um 5:45 mein erstes Frühstück zu mir nehmen. Was man hier so haben, Spiegeleier, Mettwurst, Schinken und was man eben so braucht, ne? Schwarzbrot ordentlich. So habe ich gesagt, kann ich verstehen. Ja, sagt er. Und dann muss ich in den Stall. Kühe, weiß ja, wie das ist. Und die Schweine noch. Oh, das dauert bis um 9. Jo, so. Und dann nehme ich mein zweites Frühstück. Ordentliche Pfanne mit Bratkartoffeln, Spiegeleier drauf, bin Speck rein. Junge, das schmeckt. Das schmeckt wirklich. Ja, sagt er. Und dann geht's wieder an die Arbeit. Bis um 12:30. Und dann klingelt meine Frau, dass sie auch draußen hören kann. Und dann gibt es Mittagessen. Meine Frau, die kann kochen, sage ich dir. Glaubst du ja nicht. Ja, Schweinebraten oder was wir auch immer haben oder Rinderbraten. Aber, Junge, ich kann dir sagen, ich kann kochen. Ja, also, und dann muss ich 2 Stunden Mittag machen. So, und um 14:45 stehe ich auf. Dann hat meine Frau den Kaffee fertig. Ich kann sehr, sehr, sehr gut backen. Kann ich gut backen. Dann haue ich immer 3 Stücke Torte weg. Ja, und dann geht's wieder. Zwischendurch bin ich schon mal 3-mal auf Klo gewesen. Ja, dann gehe ich wieder in den Stall.
wisst das ja, Kühe melken und so weiter. Ja, so 7:30 bin ich dann fertig. Ja, und dann gibt's das Abendbrot. Mal ist es Schwanne Bratkartoffeln, mal ist es ordentlich Schinken und Mettwurst und Spiegelei und Batman, kann auch mal ein Aal sein. Ja, sagt er, so hast du so meinen Tagesablauf. Sag, kannst du mir sagen, was mir fehlt? Ja, da habe ich ihn angeguckt. Ja, ja, sag ich, ich weiß, was dir fehlt. Frage ich euch mal, wisst ihr auch, was ihm fehlt? Da habe ich ihm das gesagt. Sag, aber nicht weiter sagen. Ich habe gesagt, dir fehlt das zweite Arschloch. Ja, Leute, so eine Dinge erlebe ich laufend im, oder habe ich laufend in meinem Leben erlebt, werde ich euch auch noch ein bisschen was zeigen und von erzählen. So, Leute, ich würde jetzt sagen, für heute reicht das. Denkt daran, wir müssen Geld verdienen. Denkt daran, ans Abonnieren. Und denkt daran, ans Weitersagen. Daumen hoch, vielleicht sind heute nicht so viele Daumen runter. Aber Leute, 370 Aufrufe, nochmal danke, danke, danke. Und in ein paar Tagen, da sehen wir uns wieder. Bis dann.